Der Präsident wird nicht müde, sie einzufordern. Schwere Waffen und Geld. Vor allem Deutschland wird hier immer wieder aufgefordert, mehr und vor allem, wenn es um Waffen geht, dies auch schneller zu tun. Die Panzerhaubitze 2000. Bisher die schwerste Waffe, die Deutschland in die Ukraine liefern will, zusammen mit den Niederlanden. Beim Besuch in Den Haag macht der Kanzler klar, vorerst bleibt es nur bei den 12 zugesagten Haubitzen, wobei 7 aus Deutschland kommen sollen. Wir haben beide darüber gesprochen, wie wir das hinkriegen können, weil letztendlich die veränderte Lage noch mehr dazu beigetragen hat, dass die Waffensysteme, die wir selber haben, auch dringend gebraucht werden. Und insofern gar nicht einfach verfügbar gemacht werden können. Doch wann die ersten zugesagten Haubitzen geliefert werden können, sagten die beiden Regierungschefs nicht. Der ukrainische Botschafter Melnyk wirft Olaf Scholz erneut Zögerlichkeit vor. Wir haben den Eindruck, dass der Kanzler nicht liefern will. Man kann den Eindruck gewinnen, dass man abwartet, bis es zu einer Waffenruhe kommt. Dann ist der Druck von Deutschland weg und dann brauchen auch keine mutigen Entscheidungen mehr getroffen zu werden, sagte Melnyk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nicht um Waffen, sondern um finanzielle Hilfe für die Ukraine ging es beim Treffen der G7-Finanzminister in Bonn. Christian Lindner, hier beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, sagt 1 Milliarde Euro aus Deutschland zu. Die USA kündigten bereits 7,5 Milliarden zusätzlich an. 1 Milliarde Euro an Zuschüssen, also Grants, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen für die Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs. Für Streit könnte ein Vorschlag aus Brüssel sorgen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel wollen das eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen zum Wiederaufbau der Ukraine nutzen.